Stuff of Flesh. So, ein paar Goldmünzen, die Axt ist wertlos. Ja, und hier waren wir schon mal. Oh, eine Full Mana Potion, die nehme ich immer gerne. So, und dann können wir nur hier runter. Oh, und sind wieder im Eingangsbereich. Hier war einer von den Sichtbaren drin und das war es auch schon. Gut, wenn hier sonst nichts mehr ist, dann... Also ich sehe sonst... Ja, wir haben alles erkundet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Gegner gesehen, der ein Hirn gekoppt hat. Nee, hier liegt nur eine Axt rum. Die an. Ja. Oder war der Hirntrop auf Level 11 erst? Hier liegt noch was rum? Nee, down to Level 11. Ja, gut. Neue Höhle, neuer Spaß. Neue Art von Rennviechern. Die sich auch nicht genau entscheiden können, wann sie angreifen wollen. Die Chest hat einen Trap. Die darf ich nicht. War nicht mal was drin. Hier ist schon der Weg runter. Deathwing. Sehr viele Deathwings.
Tote Deathwings. Die den Helm hinterlassen haben. Wie nett. Ah, noch mehr Deathwings. Man sieht trotz einer 101%igen Trefferchance schießen wir oft genug dran vorbei. Now where would I put this? Haben wir schon wieder so voll? Oh ja, Hammer. Gehen wir erstmal zurück. Sack noch ein paar von den Potions ein. Sack das God of Town Portal ein, die ich da liegen habe. Stuff of Flash, den müsste ich normalerweise bei dir verkaufen können. I sense a soul in search of answers. Yep, stuff of flesh. Potion of Mana. Besten zwei Squads of Town Portal gleich mal. Was ist denn noch so? Scroll, scroll, scroll. Book, stuff, stuff. Lass ich mal hier. Die zwei lege ich hier ab. Ja, den Rest identifizieren und verkaufen. Reparieren. Gucken, ob Westwood was Neues Besonderes hat. Wenn ich meinen Goldhaufen erweitern. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, der Helm macht plus 11 Vitality. Zehn weniger Leben, aber 19 auf alle Resistenzen. Das finde ich schon mal sehr viel besser. Wow, what can I do for you? Okay, was ich da auch immer sauteures verkauft habe. Gut. Und zurück in den Dungeon. Naja, Ersatz God of Town Portal haben wir. Zwei Stück haben wir hier. Gleich mal den Stab einsacken. Wegrennen.
Gut, warum auch immer die nicht über die Lava fliegen können. Oh. Die Truhe war wieder mit einer Falle und ich habe es nicht gesehen. Also ja, die Jungs sind ein bisschen schwieriger zu treffen. Wobei ich manchmal auch gar keinen Input wahrscheinlich von ihnen kriege, wenn ich sie treffe. Ja, ein bisschen Gold. Small Chest und Large Chest, die beide leer sind. Ja, auch gut. Speichern. Oh, also, die können wehtun. Bisschen Abstand nehmen. Genau, fliegt weg. Stirb bitte endlich mal. So, hier ist nichts. Hier ist Gold. Ja, da oben geht es wieder zurück zum Anfang, denke ich mal. Will ich aber noch nicht hin, weil hier unten gibt es ja auch noch Zeug. Ah, das heißt, ich muss jetzt einmal um den Lavasee hier rumlaufen. Ja, den habe ich jetzt gerade getötet gehabt. Not enough mana. An euch möchte ich nicht zu nah dran stehen. Potion of Healing ist aber gut. Level up noch mehr. So. Auch nett. Thank you.
Sludge Chest. Hier haben wir eigentlich alles geklärt. Ja. Also mir würde da fast schon... Oh, da lag was. Ach, Gold unter dem Gegner. Mir würde eigentlich schon selber Angst und Bammel werden, wenn ich da über solche Lava-Seen jonglieren würde. Hi, Deathwings. Zum Glück bin ich auf der anderen Seite, wo er nicht an mich rankommt. Donkers Book. Mana Potion ist immer gut. Und da haben wir unseren ersten Tod. Hey. Au, da sind wir jetzt arg zurückgefallen. Oh, die können mich unterbrechen. Das ist das Problem gewesen. Guckt, ich treffe den so gut wie gar nicht von hier aus. Au. Wenn der einfach kommt und mir eine verpasst. Okay. Also ja, das sind so Gegner, die fallen unter die Kategorie Garstich. Für Fernkämpfer vor allem. Als Krieger wird man einfach hingehen und ihnen ein paar verpassen. Oder als Krieger wird man wahrscheinlich selber auch ordentlich auf die Ömmel kriegen. Okay, töten wir dich noch. So, du droppst wieder den Kompositbogen und dann stellen wir uns hier in die Ecke und speichern mal, weil es ist mal wieder an der Zeit für einen Cut. Also, bis gleich.